Wir haben immer noch gute Einheiten übrig. Er mag uns, wir mögen ihn, so muss das sein. Plündern und besetzen. Nehmt alles. Es wird ein Komplott gegen alte Gegner geschmiedet. Zerstört die folgende Fraktion Tao Qian. Vollendet. Wir haben ihn auf dem Marktplatz hingerichtet. Auf dem Platz vor seinem Palast. Ja. Endlich ist wieder Frieden eingekehrt. Vorerst. Pfad des Ruhmes. Plus 20% Einkommen aus Landwirtschaft. Fraktionsweit für 5 Runden. Ihr schreitet auf dem Pfad des Ruhmes und seid eurem Volk eine Inspiration. Herausforderung verkündet. Durch List wird die Hauptstadt gerettet und Legitimität gewährleistet. Die erste Sorge aller sollte es sein, den Kaiser aus den Klauen der Tyrannei zu retten. Bei der Sicherung des kaiserlichen Sitzes lässt die Nähe zu solcher Macht auch große Gewinne erwarten. Beherrscht die folgende Siedlungen entweder durch direkten Besitz oder Militärbündnis. Luoyang, Pfad des Ruhmes. Okay. Wo ist Luoyang? Ah, gleich um die Ecke. Ja, sehr gut. Ah, das kann ich ja nicht. Das ist ja sehr freundlich. Das kann ich ja nicht. Mal gucken, ob wir ein Bündnis holen können. Dann wäre es ja okay. Und Liu Bei hier unten. Komplett wahnsinnig, mit der zerschlagenen Armee kämpft hier. Unterwegs wahrscheinlich den Kaiser zu retten, aber es wird nichts. Huan Shao, es heißt, dass der Gott der Unterwelt im großen Gipfel des Hua Shan wohnt. Vernichtet! Tao Qian. Also so ist es. Diese Fraktion gibt es nicht mehr und so kämpft ein Krieger weniger auf dem Schlachtfeld der Geschichte. Man wird sich entweder an ihren Namen erinnern oder er wird in Vergessenheit geraten. Und das wird er. Man wird sich nicht an ihn erinnern. Besetzung. Feindliche Hauptstadt eingenommen. Wir haben eine feindliche Hauptstadt eingenommen. Diese schändliche Niederlage wird dem Feind zum Schwanken bringen. Doch er könnte sich schnell erholen und versuchen, seine Hauptstadt zurückzuerobern. Das glaube ich nicht. Im Gefecht getötet. Huaxin. Unser edler Feind ist im Kampf gegen uns gefallen. Auch wenn wir nicht um ihn trauern, hat er doch ehrenvoll für seine Sache gekämpft und verdient unseren Respekt. Genauso wie Su Fei. Und nicht das Laternenfest, das hatten wir schon, sondern Yu Xiushan. Haben wir ebenfalls eliminiert. Und damit unseren Krieg im Norden vorerst beendet. Das Gesetz muss regieren. Die gesamte Stadt brennt. Wir haben alles abgefackelt. Alter. Vielleicht sollten wir die mal reparieren. Reparatur 600. Hier Reparatur von Teehaus für 330. Irgendwie so. 335. Reparatur von bewässerte Bauernhöfe für 350. Lage für landwirtschaftlichen Bedarf für 250. Und hier noch eine Händlermeldebehörde für 300 irgendwas. Reparieren wir alles. Und dann ist es hier gleich wieder so gut es nur geht. Verwüstung minus 10. Ja. Es musste sein. Ich habe gesagt, mit Blut wird hier gekämpft, aber jetzt ist es geschafft. So, als nächstes marschiere ich hier hoch, kämpfe gegen Dongai, dann holen wir uns das Ding und dann geht's in den Süden und wir holen uns den Kaiser. Irgendwie. Das werden wir schaffen. Jetzt ist erstmal die Frage, kann ich einfach mal den Zug beenden? Ich denke schon. Jetzt müsste ich doch in der Lage sein mit ihm. Willkommen, Freund. Handels. Oh mein Gott. Handel. Sofort. Boom. Wir dürfen handeln. Best Man, Alter. Hast du irgendwas Schönes für mich? Du hast coole Waffen. Okay. Reittier hast du keine Zubehör. Du hast wirklich nur Waffen. Nicht wirklich, dass ich davon Familien sperre. Interessant. Will ich jetzt aber nicht haben. Ich hätte, wenn dann eher Geld gerne gesehen. Oder ein Gebiet. Gebiete sind natürlich auch cool. Aber nee, es ist schon in Ordnung. Ich bitte dich einfach um eine regelmäßige Zahlung. Und zwar eine sehr hohe regelmäßige Zahlung von... Pass mal auf, ja, da geht noch was. Das ist ein bisschen zu viel. Machen wir mal 406. Das ist ein bisschen zu viel. Hey, was geht ab? Geht's dir, David? Mal 400... Na, es ist nicht ganz. Machen wir 395. Vielleicht ist er damit zufrieden. Das würde gehen.
Wir machen mal 396, ist perfekt. Vielleicht kriegen wir noch den einen. Das eine Goldstück haben wir auch noch bekommen. Die 98 geht nicht, ne? 98 geht auch noch. 99? Geht nicht. 98. Das heißt, wir kriegen ein Handelsabkommen, das unglaublich effektiv ist für uns. Und wir kriegen von dem 10 Runden lang ziemlich viel Geld. Abkommen anbieten. Let's go, du bist mein bester Mann. So sei es. Ist unterschrieben. Sehr gut. Die Gesuchte, das freut mich doch. Bei mir ist alles fit. Ich genieße hier ein bisschen die Feldzüge in Total War und ja, versuche ein bisschen strategisch unterwegs zu sein. Und schmiede auch ein paar Intrigen. So, jetzt ist halt die Frage. Also er zieht sich jetzt wahrscheinlich gleich wieder zurück, weil er ist ja fertig. Er hat uns geholfen. Das war eh sehr cool, dass er da gekommen ist, um uns zu helfen. Ich würde gerne weiter marschieren, darf ich auch noch nicht. Wir sind erschöpft. Wir haben gerade eine Stadt belagert und erobert. Das ist in Ordnung. Dann würde ich meinen Zug beenden. Oder wir gucken. Mit Johann Schau zu handeln ist nicht möglich, weil er keinen weiteren Handelspartner haben darf. Schade. Das wäre sehr cool gewesen. Seid gegrüßt. Zerong vielleicht. Können wir mit dir handeln? Nein. Kongzu. Mit Kongzu könnten wir handeln, aber mit dem handeln wir auch schon. Bisschen ungünstig. Er wird nicht mit uns handeln wollen, weil, ja, gelbe Turbane und so. Das wird kurz. Aber es wäre ein krasser Handelswert von 500. Er kann nicht. Er könnte, aber ich glaube nicht, dass der noch irgendwas mit uns machen will. Und wir haben seinen Vorgänger, seinen Vater, hingerichtet. Ja, er mag das nicht so. Ist nicht so Best Friends. Koalition einladen, glaube ich nicht. Yuan Shao. Ich würde gerne Yuan Shao in die Koalition einladen. Es geht. Yuan Yao. Nein, Yuan Shao. Willkommen, Freund. Nein, es geht nicht. Warum geht es nicht? Ihr könnt es mir nämlich vorschlagen, wenn diese Fraktion Teil einer Koalition eines Prinzen oder eines Kaiserreichs ist. Okay, also man darf nur in einer Koalition sein. Wie schaut es denn mit dir aus? Seid gegrüßt. Du bist auch in einer Fraktion, ich verstehe. Ja gut, dann lassen wir das. Wir haben wieder einen Handelspartner mehr, verdienen mehr Geld dadurch und beenden damit unseren Zug und warten, dass der Winter zu Ende geht. Kongron? Nein! Nicht dahin. Dies sollte eure Gunst wecken. Wir werden kooperieren. Was, geht's dir noch gut? Du willst von mir mit deinem kleinen erbärmlichen Herrschaftsgebiet hier unten, dass ich dein Vasall werde, quasi, dir mein Geld gebe, mein Handelsabkommen 20% Einkünfte übergebe. Nein! Hast du gesoffen? Was ist los mit ihm? Ich kann den Krieg erklären, wenn du willst. Ablehnen. Nun gut. Gehabt euch wohl. So viel Kleber geschnüffelt oder was? So, was ist passiert? Charakterentwicklung. Dio, Song, Han Dang und Nai Yang Min sind unterwegs. Aufträge. Zhao Ren kehrt zurück. Erhaltene Eigenschaften. Xiao Yuan ist feurig. Bewundert Eifer, unterstützt Krieg, interessiert sich nicht für Diplomatie, ist anfällig für Wutausbrüche. Diesen Bären reizt man besser nicht. Es ist aber nicht ganz so toll, dass er den hat, aber haben wir noch unter Kontrolle, denke ich mal. Sollte noch klappen. Aufträge haben wir schon gesehen. Eigenschaften. Unterstützung erhalten. Meister der Schrift. Verfügt zu Beginn eures Zugs über 10 Nicht-Angriffspakte, militärische Zugänge oder Handelsabkommen. Sehr gut. So, und jetzt ist das Problem. Unser Best Friend hier oben, unser Buddy Kongrong, marschiert auf Donghai zu. Das will ich gerne haben. Ist aber nicht so toll. Könntest du das lassen? Beweg dich mal anders hin, Alter. Ich gehe auch mal in Marschstellung. Die Frage ist, schafft er es in einem Zug? Ja, easy. Fuck. Schaff ich es in einem Zug gleich dahin? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Teehaus.
Ressourcen erforderlich. Okay. Wir könnten die Stadt von Stadt auf Großstadt verbessern. Kostet halt auch gleich 5000, aber ich glaube, das wäre nicht schlecht, weil wir dann im Norden eine starke Stadt haben. Das machen wir mal. Was anderes können wir gerade sowieso nicht verbessern, also Großstadt. Here we go. So, in Chen läuft sowieso noch eine Verbesserung, da geht gerade nichts. Hier läuft auch noch eine Verbesserung. Das heißt, wir warten ab und ich bitte dich. Wir können ihn schwächen. Ich will ihn aber nicht schwächen. Nein, du darfst nicht gewinnen. Du darfst da jetzt nicht hin. Hör auf. Wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Ich marschiere jetzt an ihm vorbei, ne? Das ist meins. Meins. Verstehst du das? Meins. Du, nein. Ich, ja. Du, nein. Ich, ja. Mann. Was haben wir hier denn für eine klasse Stadt? Was war denn das? Lian. Dongpingling. Das ist seine Hauptstadt, so wie es ausschaut, oder? Ne, seine Hauptstadt ist hier hinten. Bei Gyuxian. Na gut, dann werden wir die Runde beenden. Und hoffen, dass er jetzt nicht in einem Zug dahin marschieren kann. Vielleicht können wir tauschen. Militär-Gene. Und er will dafür den Gelehrten und Buch der Lieder. Ah, jetzt echt nicht. Später vielleicht. So sei es. Kongron geht wieder. Dankeschön. Er hat's gecheckt. Ist es dein Ernst? Marschierst du gerade wirklich? Oh, God bless. Er greift uns nicht an, er marschiert nur durch. Wir haben ja einen Pakt, er darf durch mein Gebiet gehen, ohne dass es direkt irgendwelche Kriegsfolgen hat. Ich hatte trotzdem kurz ein bisschen Angst. Dongmin hat mit Yuan Yao ein Abkommen geschlossen und ihn zum Vasallen gemacht. Liu Zhong hat mit Yuan Yon ein... Ja, es sind jetzt die ganzen Friedensabkommen dann. Wir haben Unterstützung erhalten, Gewänder des Intellekts. Das schaut sehr cool aus. Plus 10 List, 20 Rüstung. Es macht keinen Unterschied, ob man den Pfad kennt oder ihn beschreitet. Ordner des Chengle-Palasts verfügt zu Beginn eures Zugs über mindestens 3000 voraussichtliches Einkommen. Sehr schön. Handwerksschuppen, Bau abgeschlossen. Charakterentwicklung. Okay, was für eine Armee haben wir denn hier? Wie schaut die denn aus? Königliche Wachen der Chen sind dabei. Ja, ich meine, die tun uns nichts. Alles in Ordnung. Ist okay. Wir wiederum klopfen mal ganz kurz hier oben an. Schaffen wir aber nicht in einem Zug, das ist ärgerlich. Stellung normal. Hört euch. Heute Angriff. Beseitigen wir eine Gefahr für China. Können wir nicht mit einer List arbeiten? Armeen. Auf den Feind. Wieso muss ich, kann ich das nicht auf mich wirken? Ist es noch abkühlend? Es kühlt noch ab, oder? Wieso darf ich da nicht? Charaktere? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also er hat ja da keine Armee. Ich meine, das Einzige, was da steht, Garnison. Ein General mit 240 Lanzenhauptmännern, zwei kleine Milizen und einmal Bogenschützen. Im Vergleich zu dem, was wir da anmarschieren lassen. Ja, ich würde mal so sagen, der Typ ist ein bisschen am Arsch. Also nur ein bisschen. Ja, dann können wir den Zug eigentlich wieder beenden. Pfad des Ruhmes. Kleine strategische Bedrohung sind wir aktuell. Kann ich mit leben? Damit kann ich wohl leben. Dann würde ich den Zug wieder... Halt, was können wir hier machen? Handwerksschuppen verbessern auf Handwerksstätten hier. Auf jeden Fall, guck mal an. Mehr Einkommen aus Handel, mehr Einkommen aus Industrie und ist sogar noch größer und edler. So ist es, let's go. Und dann beenden wir den Zug. Wir sind sehr reich, wir haben sehr viel Geld. Also reich, 9000 ist schnell weg, ich weiß, aber es läuft. Zug beenden. Dongmin macht wieder irgendwas. Boah, wie viele Armeen er da unten hat. Das ist nicht mehr schön. Kongrong marschiert wieder nach Hause. Liu Zhang.
Wan Quang hat den Vasallenmeister Dong Min gebeten, in den Krieg zu ziehen. Gegen Gongsun Du. Okay. Eine Heuschreckenplage. Das ist nicht gut. Eine riesige Heuschreckenplage macht sich an den Feldern Chinas zu schaffen. Viele Feldfrüchte werden zerstört und es kommt zu massiven Lebensmittelknappheiten in der Bevölkerung. Manche treibt der Hunger sogar in den Kannibalismus. Eine Heuschreckenplage für 5 Runden minus 5 Nahrungsproduktion. Fraktionsweit. Eine riesige Heuschreckenplage macht sich an den Feldern Chinas zu schaffen. Unangenehm. Äußerst unangenehm. Familienspeer. Okay. Gebäude. Großstadt ist abgeschlossen. Hinterhalt. Liu Ju. Ja, dann machen wir jetzt erstmal folgendes, bevor wir irgendwas anderes machen. Goodbye, Donghai. Yaxi. Kapitulation verlangen ist nicht. Aber ich werde jetzt auch nicht warten. Wir starten das Gefecht und holen uns diese Stadt. Ich könnte ein Problem werden, weil wir das Han-Kaiserreich angreifen. Ist auf unserer Seite. Um Chinas Willen müssen die Feinde fallen. Mal wieder was trinken, hä? Huh? Gleich wieder kurzer Leck. Die Welt erwacht und wir schreiten zur Tat. So ist es. Okay, hier haben wir eine kleine Hafensiedlung. Geschützt durch Bogenschützentürmchen, aber es regnet, wie wundervoll. Eins, Schildkröte, let's go. So breit wie möglich. Die ziehe ich alle auf die 2 und die alle auf die 3. Ich habe gesagt 3, nicht 4. Was habe ich getan? Dann seid ihr eben die 2. So. Pferdchen hier. Schwerter hier. Boah, es gewittert voll krass. Holy shit. Bro. Starten. Eure Generäle sind die wichtigsten Soldaten auf dem Schlachtfeld. Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Wir marschieren jetzt erstmal los. Oh, Vorsicht, mit der Kamera. Vielleicht ändere ich das zurück. Das ist halt ein bisschen doof. Einerseits cool, dass wir uns jetzt frei bewegen können, aber dass ich unter die Erde gehen kann, ist halt ein Problem. Wenn man kurz im Gefecht irgendwie ganz nah ranzoomen will. Ich könnte eigentlich mit meinen Generälen reinreiten. Ganz ehrlich. Wozu die Mühe? Bogenschützen. Position beziehen. Ihr geht dahinter. Und die Generäle, die stellen sich davor auf. Die Pferde warten noch, die stürmen dann in die Seite rein, sobald die denken, dass sie erstmal da die Position halten müssen. Die machen wir jetzt alle fertig. Achtung! Marschiert schnell! Schnell ausrücken! Warte. Ziehen wir das mal zu. Die Bogenschützen ziehen noch ein bisschen nach vorne. Dann können die schießen. Und ihr stellt euch hier hin. Das passt schon so. Bogenschützen feuern. Los geht's. Feuermänner. Und sie tun nichts. Sie schauen einfach nur zu, wie die Pfeile ihre Reihen verdünnen. Fast schon zu einfach. Wir warten kurz, bis die Bogenschützen keine Munition mehr haben. Dann geht's los.
Ihr löst die Formation auf und rein da. Angriff! Und jetzt können auch die Pferde von der Seite reinstürmen. Ja, die haben gar keinen Bock mehr. Da würde ich aber auch einfach weglaufen. Die haben gar keinen Bock mehr. Holy shit. Da würde ich mal sagen, alle Mann auf die da. Vorwärts. Kavallerie kommt. Weiter, kommt schon. Reitet. Wir haben gewonnen. Gefecht beenden. Die Stadt gehört uns. Weil man Stadt nennen kann, da doch. Der Hafen. Der Hafen gehört uns. Wir haben jetzt Zugang zum Meer. Ein entscheidender und wichtiger Sieg. Und jetzt sind wir im Norden wirklich komplett fertig. Gerade habe ich noch so gesagt, so ja, jetzt haben wir Frieden im Norden. Jetzt haben wir auf jeden Fall im Norden erstmal alles erledigt und können nach unten marschieren. Und dann da mal gucken. Das Äuglein jucken. So. Es ist so, wie es sein sollte. Wir halten ein bisschen Geld. Und wir werden es friedlich besetzen. Das haben wir nur bei Tau Quinn so gemacht. Dass wir alles niedergebrannt haben aus Rache. Friedlich besetzt. Der Fischereihafen. Und alles ist toll. Wir haben jetzt hier einen neuen Zhang Zhao. Unsere Geduld lässt dann könnten wir nach. Ein Handelsabkommen anbieten. Der ist nicht ganz so happy, weil wir halt in seine Richtung marschieren. Aber ein Handelsabkommen, glaube ich, das würde ihn doch freuen. Was können wir denn noch machen, dass du da happy bist? Warte mal. Nicht Angriffspakt. Wie findest du das? Findest du ja mal richtig scheiße. Holy shit. Militärischer Zugang? Ist auch nicht. Was machen wir denn schönes? Ultimatum stellen. Bedroht diese Fraktion mit Krieg, wenn sie eurer Vereinbarung nicht einwilligen sollte. Weigert sie sich, erklärt ihr den Krieg. Gut. Wäre natürlich arschig, aber wenn er es so will. Ich will aber eigentlich gar nicht da reinmarschieren müssen. Echt nicht. Ich komm, wir machen einfach mit Glaubwürdigkeit. Füllen wir das ein bisschen auf hier. Da und 3 Glaubwürdigkeit. Dann ist es in Ordnung für ihn. Dann haben wir jetzt noch ein Handelsabkommen. Let's go. Cheng Chao. Ein vernünftiges. Dem hatten wir vorher noch nie was zu tun. Jetzt gucken wir noch bei dir rein. Lasst uns offen sprechen. Du kannst nicht handeln, bist ein grausamer Tyrann. Okay. Ich weiß ja nicht. Mich interessiert, was die anderen sagen. Die wären happy. Er findet's kacke. Okay. Verstehe ich nicht, warum unser Verbündeter für ihn eine Bedrohung ist, aber wenn er meint. Von mir aus. Wir schließen. Schließen, schließen. Heuschreckenklage, ja, ja. Ich genau. Alleine besitze den Weitblick eines Anführers. Wir haben Baumlimit erreicht. Okay, alles gut. Dann ziehen wir uns jetzt wieder zurück. Wir gehen in den Marsch. Ne, können wir nicht. Erst in der nächsten Runde. Wir sind erschöpft. Ist klar. Wir regenerieren uns kurz. Gutes Mann, was wir erobert haben, Alter. Im Norden starke Verbündete. Im Süden ist so viel Krieg, dass sie eigentlich gar nicht auf uns achten. Also. Doch. Doch, ist in Ordnung. Ich würde gerne Liu Dei noch einladen. Das ist ärgerlich. Mag er nicht. Angriffspakt ist cool. Das würde allen gefallen, militärischer Zugang. Das fände er super. Brauche ich aber nicht. Ja. Nicht Angriffspakt würde eigentlich auch allen gut tun. Dann will ich dafür aber auch etwas haben. Das ist ja klar, oder? Wir haben schon Handel mit ihm. Hast du irgendwas Schönes? Die Rüstung hier. Gehärteter Eisenmantel. Ja. Aber
lass ihn dir mal. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Sinn. Ich sehe da keinen Sinn. Ich meine, es wäre toll, aber brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. Wir gucken mal, wer hat denn ein Level Up? Was ist mit ihr los? Dengfanger. Wünscht höhere Hofposition, das kannst du vergessen. Du bist ganz neu hier und ich kenne dich nicht. Du kannst gleich mal dick abhauen. Okay. Erdwall, passive Stärke plus 900% Angriffsresistenz. Die Stärke der Erde stellt sich gegen den Ansturm. Anwenden. Okay. Also entweder ist sie gleich zufrieden, dass wir sie wieder einsetzen als Spion, oder sie kann unsere Fraktion gleich mal hochkant verlassen. Aber sowas von. Entweder bei Yuan Yao oder Dong Min. Ich würde vielleicht hinten sogar... Oder bei Liu Zhong. Sollen wir mal probieren, bei ihm einen Spion einzubringen? Seid gegrüßt. Er mag uns. Liu Bao, sehr positiv. Sprecht. Sehr positiv? Ich will nicht verhandeln. Hä? Schließen. Spion. Neuer Spion. Bei Dongmin. Wo ist er? Dongmin. Diese Fraktion enthält einen möglichen Überläufer, der gewillt ist, für euch zu spionieren. Möglicher Überläufer. Jay Mao. Groll gegen Sun Tse. Die Fraktion dieser Person wurde zerstört und nun bleibt ihr nur ihr Hass auf den Zerstörer und ihr neuer Meister. Es kann keine Gnade im Umgang mit diesen verhassten Feinden geben. Im Kampf wie im Leben wird nur der Tod diese Streitigkeit beilegen können. Wir könnten uns diesen Typen rekrutieren. Sein Meister wurde getötet. Das heißt, er ist wirklich extrem pissed auf ihn. Wir holen uns den. Der ist schon im Hof. Mögliche Überläufer. Jai Mao. Wir setzen ihn ein. Und dann haben wir einen Spion am Hof des Kaisers. Ja, finde ich gut. Kann natürlich auch eine Falle sein. Wir müssen das bedenken. Es könnte eine Falle sein, um uns auszutricksen. Und dann merken die so, oh, der will uns einen Spion reinschicken. Und dann schicken die Armeen zu uns in den Norden. Aber gut, wir probieren es. Sei Mao, einsetzen. Oh mein Gott, was? Okay. Ich könnte mal mein geheimes Netzwerk aufbauen. Verschafft euch zusätzlich verdeckte Beziehungen und Vorteile in der Fraktion, um euer geheimes Netzwerk insgesamt zu stärken. Oder habe ich schon eine Armee oder so? Nö. Machen wir den mal. Dongmin. Bestätigen. In den Schatten. Euer Spion sendet Agenten aus, um seine Stellung durch die neue Kontakte und Vermögen zu sichern. Doch dies ist durch neue Kontakte und Vermögen zu sichern. Doch dies ist nicht unbemerkt geblieben. Man stellt Fragen, die die Sicherheit riskieren. Wenn euer geheimes Netzwerk über die nötigen Ressourcen verfügt, könnte es den ein oder anderen Unterschlupf oder Eilboten stellen und so die Arbeit den neugierigen Blicken entziehen. Taucht ab und lasst euch vertreten. Abbruch, es ist zu heiß. Der Spion muss seinen Agenten im Zaum halten und sich stattdessen auf subtilere Spionagemethoden verlassen.